Moin, moin in der Computerstube an der Schwentine. Wir spielen heute wieder 7 Days to Die. Ein kleines Survival Zombie Open World und Horde Spiel. Diese Woche war nicht gerade sehr gut. Ich habe keine vernünftige Stadt gefunden, die nicht unbedingt in dem verbrannten Genom war. Und das hier war nur eine kleine Siedlung hier in der Wüste. Die hat mir gefallen. Da habe ich auch eine kleine Basis gebaut. Schätze, hier würde ich auch noch mal herkommen. Aber ich werde jetzt noch mal durch das andere Binom durchfahren. Ich werde wieder zur alten Hordenbasis zurückkehren. Da habe ich morgen noch Zeit, sie aufzuwerten. Meinen schnellen Wegpunkt und meine normale Basis gelegt. Ich gehe mal dahin. Weil ich der Meinung bin, da ist noch irgendwo abgeworfene Kiste für mich. Ich will jetzt sowieso lang fahren. Dann können wir die gleich mitnehmen. Die Hunde sind hier aber auch ganz schön häufig. Ich finde noch schlimmer die Bären hier in diesem Gebiet. Nervst.
So. Nee, ich sollte mich vielleicht doch noch ein bisschen daran orientieren. Ach, du nervst. So, habe ich noch Tabletten? Ja, nehme ich gleich mal eine. Ich war der Meinung, sie hätten irgendwo... Ach, jetzt haben sie es mitten in die Stadt gesetzt. Nee. Das ist... Ja, dann finde ich die alte nicht. Dann kannst du mich gleich zur Basis bringen. So viel Müll zu nicht schon wieder ein Geier.
So, mal wieder ein bisschen Ausdauer auflaufen lassen. Da ist der, den ich gesucht habe. Jetzt in 300 Metern Abstand. Zwar geht ein bisschen in die verkehrte Richtung. Ach, nervig. Ich sagte doch, mich nerven die Dinger. Bett. Schlafsäcke. Machen wir doch schon mal zwei. Warum zwei? Ja, weil ich langsam den Weg abstecken möchte mit Schlafsäcken. Um nicht jedes Mal wieder neu alles wandern zu müssen. Ich will gerne noch an Tag 13 zu Hause ankommen. Und das ist schon 14 Uhr. Sag mal, da wo die Straße ist vor der Stadt, da wird wohl der erste Schlafsack hinkommen. Ich scheine hier schon ein paar Mal lang gelaufen zu sein.
Ah, man sieht schon die ganzen Bäume. Ich glaube, diese Stadt ist auch eigentlich ganz schön, aber wir sind hier noch zu viele Bären unterwegs. Etwas zu viele Zombies gerade wieder unterwegs. Grün, das kann ich sogar als grün erkennen. Ich kann jetzt auch keine Flagge mehr setzen. Gesundheit ist noch auf 100%. Das heißt, Schlafsack ist erstmal noch nicht so wichtig.
man nicht durchsuchen? Lesen. Wieso habe ich eigentlich keinen Holzknüppel mehr? Und zwar den auf der 1. Ich bin durstig, ja. Kann ich gleich mitmachen. So, da ist was zu trinken.
Dann kann ich mal das Fahrrad suchen und auf die... Okay, hier geht dann doch keine Straße lang, wo ich lang muss. Wieder eine Binde. So, jetzt wo ich Schnee gefunden habe. Werde ich erstmal... mir einen Schlafsack hinlegen. Immer Wasser machen. Und für Smoothies braucht man nachher auch. Habe ich jetzt 呀。
Fahrrad kann auf die 6. Wo ist das Fahrrad geblieben? Da. So. So, zumindest komme ich jetzt gerade gut voran. Jetzt bin ich auch schon wieder in dem Binom. Aber da ist keine Straße hin. Ich werde mal ziemlich weit südlich fahren. Ich glaube, die kenne ich schon. Es fängt wieder an zu regnen. Straße. Mit so ein bisschen Weg.
Kassen sind leider offen. So. Komme ich von hinten in meine Stadt? Jetzt aufgenommen. Jetzt mal auf die 6 legen. So, ich werde, glaube ich, jetzt erstmal sortieren. Ich habe Schnee mitgebracht. Ich habe Fleisch mitgebracht. So, das will ich behalten. Das soll weg. Lebenbogen. Der kann damit rein. Was zu essen, das ist was zu essen, das ist Material. Knochen kann ich hier. Kleiner Stein nehme ich hier.
Hier. Das ist ein Rezept. Das ist Geld. Das ist Kleider. Die kann ich noch mal. Aber Bier kann ich verkaufen. Honig behalte ich. Fall behalte ich. Den behalte ich. Bringe ich erstmal hier unter. Halten. Irgendwie habe ich fast eine Reihe zu viel. Thank you.
Holzbecher. Die Schmiede, die da drin sind. Noch mehr. Hier unten noch nicht ganz durch. Versuchen wir mal da das Schloss zu knacken. Ich wusste noch gar nicht, dass da ein Tresor ist.
So, was haben wir denn hier? Der kann hier rein. Drutensachen können hier rein. Der kann hier rein. Da kann ich Spritzen sammeln. Kann hier mit rein. Der Hammer kann hier mit rein. Der Schlagstock kann hier mit rein. Und die 9mm können hier mit rein. Ich glaube, das ist der, wo ich den mit reinmachen kann. Sehe ich, sollte auch gleich den mitmachen. Ich glaube, ich war hier schon mal drin. Ja, okay. Ach, ich bin noch eine Stunde zu früh da. Thank you.
Die man mit verkaufen kann. Der Stapel. Kladderhaufen. Tasche. Something you like? Thank you.
It's been a real pleasure. You watch yourself out there. So, was hast du hier an diesem Stoff? Gelesen, gelesen. Das habe ich dir doch alles gerade verkauft. Pleasure doing business with you. I've got just the task for you. God bless you and good luck. So. Gleich alles mitnehmen. Ich meine, ich hätte eben auch einfach durchgehen können, ohne. Thank you.
Gucken, ob ich hier dann gleich rauskomme. Oh. Da ist ein Hähnchen. Das Hähnchen. Und das Fahrrad. Ich hab Durst. Ich glaube, ich sollte mich jetzt mal ein bisschen um meine Hordenbasis kümmern. Aber das ist ja Tag 14. Wir sind eigentlich auch schon wieder viel zu lange dabei. Ist schon 10 Uhr. Eigentlich versuche ich ja so gegen 8 Schluss zu machen. Aber es hat noch Spaß gemacht. Gut. Ich verabschiede mich dann für heute. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und auch gerne einen Daumen hoch. Ich hoffe, dass bis zum nächsten Mal nicht ganz so viel, was nicht in die Norder läuft. Und tschüss.